Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple News am Start, und zwar in der nächsten, Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um ein ungewöhnliches kleines Gadget, und zwar um einen Sternenhimmelprojektor in Form eines Dino-Eis. Auch mal ziemlich ungewöhnlich, soll aber knallig bunt daherkommen, kommt mit Fernbedienung daher. Und wir schauen mal drauf, wir können es als Nachtlicht, als Ambientelicht oder zur Entspannung nutzen. Perfektes Geschenk oder auch als Partylicht. Sleep-Modus und integrierter Lautsprecher also auch noch dabei. Wir schauen mal ganz kurz drauf, wie das Ganze so wirken soll. Wir haben für die Homeparty was dabei, als Nachtlicht oder einfach so als Gaming-Room-Beleuchtung. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze so wirkt. Wir wollen auch nicht lang schnacken, sondern wir schauen uns den Spaß jetzt hier mal an. Da sieht man es, das Ganze soll also weiß daherkommen und soll in unterschiedlichen Farbkombinationen dann leuchten. Ne, es kommt nicht in weiß daher, es ist schon bunt. Ich dachte, es ist einfach weiß, weil es so abgebildet ist. Okay, wir schauen einfach mal direkt drauf. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich dachte, das wird, was haben wir denn hier? Wird nur so dargestellt durch die Beleuchtung, aber nee, so ist es also nicht. Oh, rollt schon gleich weg, ist ja auch ein Ei. So, hier haben wir noch den Stand. Was haben wir hier noch mit drin? Die Fernbedienung ist da unten noch mit bei. Was ist das? Anscheinend nur, damit es halt nicht, irgendwie davon rauscht. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt, wie das Ganze so funktioniert. Das ist ja mal knallig bunt. Der Dino-Stand als Osterei-Bemalung. Wir haben Galaxy Starry Nightlight Projector. Aha, guck mal, das ist also nur die Abdeckung dafür. Kann man so abmachen und dann hat man also auch die Möglichkeit, dass es in verschiedenen Optionen leuchtet. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das so funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein krass knalliger Farbton. Hier sind überall Schrauben drin. Genau, Schrauben, drei Stück. Die brauchen wir nicht. Hier hinten ist der Lautsprecherausgang, das sieht man. USB-C, das muss man erstmal verarbeiten können, USB-C, denn wir haben auch ein USB-C-Kabel, wo ist es? USB-A auf USB-C, dann haben wir den Power-Button, den Mode-Button und dann anscheinend, wie rum die Beleuchtung sich dreht, und das müsste ja eventuell dann das Mikrofon sein oder der Reset-Button, wir werden es rausfinden. Hier unten dann nochmal einen Plastik-Stand, also so einfach 3D-drucken lässt sich das Ding hier nicht. Wir schauen mal ganz kurz in die Bedienungsanleitung rein, was wir da so Wunderbares vorfinden. Wir haben auf jeden Fall nur eine englische Bedienungsanleitung, genau so ist es. Wir haben LED-Power von 6 Watt und zwischen 7 und 10 Watt maximal verbraucht das Gerät. Und wir haben ansonsten nur noch einen 2000 mAh, ach nee, wir haben gar keinen Akku drin. Das Ding funktioniert nur per Strom, ist gar kein Akku eingebaut, oder? Nehm ich jetzt? Nee, wir brauchen direkt Strom von außen. Ach so, na da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt, wie der Spaß so funktioniert. Fernbedienung schauen wir uns natürlich auch nochmal gleich an. Denn die brauchen wir definitiv nochmal. Wir müssen dazu Batterien einlegen, und zwar zweimal AAA-Batterien. Die sind nicht im Lieferumfang dabei. Das probieren wir uns dann auch einfach mal aus, wie das Ganze so funktioniert. Und ich bin echt gespannt darauf. So, wir wollen mal direkt Strom drauf geben. Das machen wir auch mal jetzt hier gleich mal mit einer Powerbank. Und da geht das Ganze auch schon, los. Bluetooth-Speaker wird also direkt aktiviert, wenn ich jetzt hier Strom drauf gebe. Das heißt also, Akku haben wir wirklich nicht drin. Wir brauchen eine feste Stromversorgung dafür. Das schauen wir uns mal direkt an, wie das so aussieht. So, wir haben also den ersten Blick schon mal drauf. Jetzt funktioniert das so, dass es schon mal hier beleuchtet ist. Ah, guck mal, das ist durch das weiße Material, sieht man das Ganze hier. Dann schimmert das hier so durch und da innen drinne dreht sich auch schon was. Ah, alles klar, guck dir das mal an hier. Interessant, das sieht schon mal auf den ersten Blick gar nicht weiter schlecht aus. Müssen bloß darauf aufpassen, dass wir hier an den, Kabelsalat nicht rankommen. Ach, guck mal. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die Modi so durchzuschalten. Das sind also nur erstmal die verschiedenen Farbvariationen. Das sieht auch schon mal ziemlich cool aus. Aber ich denke mal, das schauen wir uns definitiv dann direkt im Dunkeln an. Aber das ist schon mal eine geniale Idee. Das heißt, wir können also jetzt hier, ohne lang rumzuschwafeln, darüber Hörbücher abspielen. Zum Beispiel Dragons. Das passt ja auch ziemlich gut darauf. Wir machen nochmal spaßhalber an hier eine No Copyright Sounds Song, damit ihr mal die Qualität des Lautsprechers hört und wie laut das Ganze so werden kann. Können wir übrigens auch so steuern, hier über die Fernbedienung dann. Also, es ist ein ganz normaler Lautsprecher, da soll man nicht solche Wunder von erwarten. Was auch geht, wir haben einen Mikrofonmodus. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das hibbelt dabei. Schauen wir uns doch das mal direkt an. So, da sieht man das Ganze. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das so an der Decke aussieht.
Und ihr seht es ja jetzt hier mit. So, da haben wir jetzt also die Möglichkeit, wir machen jetzt nochmal die Musik darüber an, lassen das Ganze mal so ein bisschen laufen und dann machen wir gleichzeitig nochmal die Möglichkeit an, dass wir jetzt hier das Mikrofon drüber tanzen lassen. Das ist schon ein bisschen schnell und verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man ausschalten, kann man auch wieder einschalten. Ich finde, es ist nicht unbedingt im Takt der Musik. Schauen wir mal runter. So sieht der Spaß aus. Und so sieht es dann hier oben an der Decke aus. Wir machen das Ganze einfach mal aus. Was wir jetzt noch machen können, wie gesagt, die Musik nochmal voll aufreißen. Mal sehen, wie das so klingt. Ja, also Musik, wie gesagt, ist so das eine. Was wir noch drin haben, sind natürlich Naturgeräusche. Die gucken wir uns oder hören wir uns gleich mal an. Wir haben natürlich jetzt über die Fernbedienung die Möglichkeit, Rot, Grün, Blau oder auch Weiß direkt einzustellen. Das Ganze kann man dann auch noch individuell dimmen, also zum Beispiel dreimal. Das ist dann die niedrigste Helligkeit, maximal. Und dann geht das immer so. Niedrig, mittel, hell. Das Ganze geht in jeder Farbstufe. So, niedrig, mittel, hell und das Ganze auch hier drüben nochmal. Müssen wir dann auch nochmal dimmen. Niedrig, mittel, hell. So, dann können wir zusätzlich noch hier alles vermischen oder wir haben einzelne Farben. Die können wir dann so durchlaufen lassen. Das ist schon mal ganz interessant, was auch noch ziemlich cool ist. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, so Sterne einzublenden. Das heißt, das ist hier so ein extra Laser. Ich mache hier oben mal aus, dann geht das Ganze so. Der dreht sich allerdings nicht, wie ich rausgefunden habe. Ich dachte, das funktioniert auch noch. Der geht eigentlich nur, also ja, dimmt sich runter und dimmt sich automatisch wieder an. Aber anscheinend gibt es da keine Möglichkeit, dass man jetzt hier die ganze Zeit dann noch sowas Drehendes erwarten kann. Zusätzlich, wie gesagt, lässt sich dann im Hintergrund noch sowas mit einbringen. Das lässt sich dann witzigerweise sogar drehen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier das Ganze so seht, sieht schon wirklich ziemlich schick aus. Und das geht aber auch natürlich noch mehrfarbig. Wir können noch mal schauen, dass wir das Ganze dann so ein bisschen mixen. Und wenn wir das Ganze dann auch noch weiter mixen wollen in anderen Farben, funktioniert das natürlich zusätzlich auch noch. Also eine wirklich interessante Sache. Jetzt gehen wir da mal auf den Speed drauf. Und der Speed, wie gesagt, der beeinflusst dann noch zusätzlich einmal die Geschwindigkeit, wie schnell das Ganze so von A nach B rübergeht. Auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich schauen, wie ich das wieder zum Drehen bekomme. So, so sieht das aus, wenn es sich dann wieder dreht. Ich habe es jetzt einfach ausgeschaltet und nochmal eingeschaltet. Das kann man auch in den verschiedensten Farbeinstellungen dann nochmal durchdrücken. Also in Weiß zum Beispiel. Und wenn man dann die Sterne wieder im Hintergrund haben möchte, dann drückt man da wieder drauf. Dann sieht das so aus. Wir können auch nur die Sterne haben, aber die drehen sich halt wie gesagt nicht. Sterne wieder rausblenden, dann das Ganze wieder überlappen lassen. Dann können wir diesen Single-Modus überspringen. Das heißt, der Single-Modus hat immer nur eine Farbe. Oder wir nehmen einfach den Multicolor-Modus. Und der Multicolor-Modus, der sieht dann so aus, dass mehrere Farben sich mischen. Die bleiben dann aber so. Oder ihr geht manuell durch per Fernsteuerung, dass ihr dann einfach unterschiedliche Ergebnisse einblenden lasst. Also so ein Weiß-Rot zum Beispiel oder Grün zu Blau. Dann drückt ihr wieder drauf, dann geht ihr auf Weiß zu Grün. Oder auf Blau zu Weiß. Und das kann man also wirklich in verschiedenen Farbvariationen sehen. Jetzt sind wir einmal durch. Ansonsten beim Single-Modus kann ich ja das einstellen, dass ich jetzt bloß bei Rot bin. Ansonsten bin ich die ganze Zeit hier nur bei... Achso, er fängt dann im Single-Modus immer wieder genau von vorne an und geht dann die einzelnen Farben wie so ein Farbwechsler halt durch. Also auch das ist eine schöne Sache. Was mich so ein bisschen stört, ist jetzt hier dieses Mikrofon. Also das finde ich persönlich ein bisschen hektisch, wenn ich jetzt hier so das Ganze aktiviere, dann hektet es hier so durch. Das funktioniert mit Musik zwar auch ganz gut, aber wir können auch zum Beispiel die Geschwindigkeit erhöhen. Jetzt dreht es sich schneller und noch viel schneller, bis es dann irgendwann stehen bleibt. Genau das ist das mit dem Speed Plus und Minus über die Fernbedienung. Oder man lässt es ganz entspannt so einfach durchwippen und dann wieder in die verschiedenen Farben reingeben. Also das finde ich auch sehr schön, dass das hier beeinflussbar ist von der Geschwindigkeit her. Schade ist, dass der Laser sich hier irgendwie nicht dreht. Das habe ich bisher jetzt so festgestellt, dass das noch nicht möglich ist. Ansonsten haben wir also auch einen Zeiteinstellungstimer drinnen. Nach automatisch 4 Stunden geht das Gerät sowieso aus, in den Energiesparmodus rein. Oder wir können über die Fernbedienung 1 Stunde, 2 Stunden reindrücken, je nachdem, wie wir das möchten. Und dann funktioniert das wieder. Wir können auch den Timer wieder resetten über die Fernbedienung, damit der ganze Spaß von vorne losgeht. Jetzt hören wir uns dann nochmal die Natursounds an. Die Natursounds geht in den Music-Modus ohne Bluetooth. Machen wir mal
So, und das hört sich echt interessant an. Sind verschiedene Töne drin. Maximum haben wir jetzt an Lautstärke rausgeholt. Hier schauen wir ganz kurz in der Zeit auf das Ei nochmal drauf. Also auch wirklich interessant, was man da so alles mitmachen kann. So, und dann sind wir jetzt bei den Naturgeräuschen nochmal direkt drinnen. Und auch hier wirklich sehr interessant. Hier hinten ist halt der Laser drinnen. Deswegen ist es an der Stelle natürlich immer etwas grün. Also auch ziemlich interessant, wie das Ganze hier so eingearbeitet ist. Denn so sieht man auch gar nicht die vielen bunten Farben des Eis. Wenn ich jetzt hier das Ganze so hochnehme, da sieht man dann den Laser direkt. Und da sieht man normalerweise die Strahlung. So, sehen wir auch hier ganz gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Weiß stelle, dann sieht das auch echt spannend aus. Also weißes Licht ist dann hier so ein Ring ringsrum. Und ansonsten kommt der Farbton vom Ei ziemlich gut durch. Auch hier, das sieht echt interessant aus durch diese ganzen einzelnen, ja ich sag mal so, anbrüchigen. Also es ist wirklich spannend, muss ich wirklich so sagen. Also so als wenn einer das Dinosaurier-Ei schon hat fallen lassen. Und wir hören mal weiter durch, was wir hier so noch hören. Unterschiedliche Natursounds sind dabei. Auf jeden Fall sehr urige Töne, wo man sich halt nicht so sicher sein kann. Es hört sich an wie Wind oder Sturm gleichzeitig. Hört sich an wie so Kaminfeuer, also schätze ich mal, oder irgendwie so ein Rauschen mit Bachrauschen so vermischt. Eisenbahn hört man auch raus, sehr interessant also. Und auch Vogelzwitschern ist nochmal mit dabei, wirklich schöne Natursounds. Manche sind klarer, manche sind nicht so klar vom Hören her. Das Grillenzirpen darf natürlich auch nicht fehlen zur Entspannung. Und natürlich das Bachplätschern auch noch. Ein weiteres Bachrauschen oder Meeresrauschen. Ja, ich finde, manche Töne klingen halt wie das jetzt etwas verwaschen und manche halt wirklich glasklar. Und das hört sich an wie so ein Katzenschnurren. Ich bin mir gar nicht so sicher, was das sein soll. Ansonsten kann man ja mal hören, wie leise der Projektor so arbeitet. Also der Motor innen drin ist wirklich sehr schön leise. Kaum hörbar. Auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Finde ich gar nicht weiter schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, für so einen kleinen Sternenhimmelprojektor. So, mein Abschlussfazit zu diesem echt knallbunten Dinosaurier-Ei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schon eine mega coole Überraschung. Wer so auf Überraschungseier, Ü-Eier steht oder auch auf Dinosaurier und auch gerne Dragons schaut oder Dragons Hörspiele hört. Ich denke mal, der wird sich auf jeden Fall hier über dieses kleine Ei freuen. Noch dazu, passend zu Ostern, ist das Ganze in verschiedenen Farbklecksen und Farbtönen jetzt hier angemalt. Also eine wirklich schicke Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so wie es ja auch drinnen steht, ist wohl jedes Ei individuell bemalt. Also es ist jetzt anscheinend, ja weiß nicht, handbemalt kann es ja wohl nicht sein. Ich kann es jetzt nicht sagen, was es jetzt hier für ein Farbaufdruck ist oder wie sie das jetzt hinbekommen haben. Ich finde es auf jeden Fall mega lustig und mega genial. Es gibt ja auch diese China-Aufkleber direkt, die man sich ans Auto draufknallen kann. Die sind ja auch so wunderbar schön bunt und so ähnlich finde ich dieses Ei ja auch. Das Coole daran ist, dass es auch wirklich passgenau, egal wie ihr es drauflegt. Ihr habt halt den Laser, der halt nicht beweglich ist, der halt nur grün leuchtet und mal mehr, mal weniger leuchtet. Das sieht man halt hier hinten dann ganz gut.
da wo es dann halt grün durchleuchtet. Das Interessante ist aber auch, dadurch, dass diese Struktur von dem Ei hier überall so ist, sieht man das Ganze als Nachtlicht auch wunderbar. Auch hier unten, wie man das Ganze so sieht, kann man natürlich auch nochmal wunderbar durchgehen in den verschiedenen Formen und Farben. Und das finde ich echt eine coole Sache. Man kann also wirklich auch die Farben einstellen, wie man das jetzt hier so sieht. Und sogar, wie gesagt, in 3 Stufen gedimmt. Ansonsten muss ich sagen, bin ich echt mehr damit zufrieden. Aber wie gesagt, den Musikmodus, den würde ich so persönlich nicht nutzen. Das wäre mir eindeutig viel zu hektisch. Damit muss ich ganz ehrlich nochmal eingestehen. Ansonsten gibt es das Ding hier für einen Preis von um die 35 Euro und den Laden kann ich gar nicht richtig aussprechen. Das ist TVDQRAY und darüber kann man die ganzen verschiedenen Einstellungen nochmal wunderbar sehen. Also ich finde es ziemlich praktisch, muss man sagen, wenn man denn sowieso auf Dinosaurier-Eier steht oder zum Beispiel irgendwie in der Art und Weise, was mit Dinos zu tun hat, kann man darüber zum Beispiel das Dragons-Hörspiel laufen lassen. Also ich finde es mega genial. Man hat halt, wie gesagt, die Fernbedienung dabei. Man kann das Ganze hier so durchschalten. Man sieht das ja auch hier. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, alles, wie gesagt, zu dimmen. Und dafür hilft uns auf jeden Fall die Naturgeräusche, Soundkulisse, die hier eingearbeitet wurde. Und da kann man ja selber mal reinhören. Das Ganze lässt sich hier wirklich dann nochmal alles einstellen, lautstärkemäßig. Wir haben sogar ein Glockenspiel oder ein Wiegenlied dabei. Schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist wirklich mal was anderes. Nicht so diese üblichen 0815 Projektoren, die halt ganz normal viereckig aussehen, sondern hier mit verschiedenen Soundkulissen irgendwas Buntes fürs Kinderzimmer daher generieren. Sage ich an der Stelle, ist eine coole Sache. Dann bin ich erstmal raus. Verlinke euch das Dinosaurier-Ei unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.